geht hier ab, Alter? Seh ich mich? Ich komme jetzt zur Musik. Ich wollte noch sagen, wer besser ist, Nico Rosberg oder ich? Ja Leute, ihr kennt das Spiel schon, wir sind wieder am Lausitzring für das diesjährige Goldene Lenkrad. Das heißt, ich bin wieder Teil der Jury, neben ganz, ganz vielen anderen sehr tollen Menschen, die hier die Autos testen. Das ist immer ein sehr geiler Tag, erstmal, weil wir sehr viel drehen können und viel Spaß haben. Aber auch, weil es einfach so viele Eindrücke von verschiedenen Autos gibt, wie eigentlich sonst nie. Ne? Aus ganz verschiedenen Klassen, von wirklich richtig schnell hier Lamborghini, Technica, GT4 RS bis hin zu Elektroautos, VW ID. Buzz beispielsweise, habe ich richtig Bock auch mal auszuprobieren. Also das ist eine ganze Bandbreite und macht echt viel Bock und ich glaube so viele schöne Autos gibt es selten in einem Video. Deswegen genießt es und viel Spaß. Ich habe gerade schon was entdeckt, pass auf. Mal schauen, ob es dir auffällt. Alter, hä? Also, die haben das Sonnenbrillenfach auch gefunden. Ja, haben wir gefunden. Sehr gut. Gut. Alles angeklickt. Testbestand. Betty ist neu in der Jury. Tatsächlich ist es so, die letzten Jahre hatten wir immer alle so wirklich so alles, was man sich vorstellen kann auf dem Zettel. Wir haben halt gesagt, es ist viel schlauer, gewisse Leute in gewisse Kategorien einzuteilen. Ne? Dass zum Beispiel halt ich auf Fahrspaß, bisschen so die Themen, die halt wirklich mit Fahren zu tun haben, quasi eingehe. Und andere, die Sachen wie Infotainment oder sowas machen. Das sind in diesem Jahr halt so gemacht, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Neuerung. Wollte ich mal loswerden. Ja. Gut. Hä? Checkst du das? Das ist Musik einfach. Man kann hier Fahrmodi auswählen, ne? Wir sind jetzt gerade im Relax-Fahrmodus, der einfach dafür sorgt, dass die Lichtstimmung sehr wenig ist und dass man hier einfach... Alles finde ich geil. Das ist irgendwie crazy, Demos, oder? Mal kommen, ja. Ich bin jetzt auch langsam im Alter, dass ich mir einen VW-Bus zulege. Ja, eben, deswegen fand ich das auch einfach mit das 22 Auto ist dann uns, ist dann Zeit. Ja. Komm, wir gehen jetzt mal hin, wir gucken uns jetzt mal an. ID-Bus. Müssen wir das mal abchecken. Okay. Und es hieß, man kann da auch die ganzen Sachen rausmachen. Dann kann man, gibt es auch so optional so ein 3.000-Euro-Bett. Schau mal, du kannst nämlich die rausnehmen. Und da hinten ist eh erhöht, dann ist das so gerade. Du kannst dich so hinlegen. Das wäre eigentlich was für mich. Er meinte, für Mitty machen. Was ist los? Wann kommst du, oder? Digga, es ist erst 16 Uhr. Ich brauche meinen Schlaf. Aber irgendwie, ich finde den übertrieben stylisch. Ich auch. Voll, das hat so ein 70er-Vibe. Cool. Ja. Ich sag ja, der Daniel wird alt. Ich gestern Abend mit Rotweinglas da gesessen, hat sein Leben genossen. Kenner wissen Bescheid, ey. Ich setze mich aber nicht hinten rein, weil da bin ich schlecht. Vor allem bei deiner Fahrweise. Ja, dann sitze ich vorne rein. Fahr mal eine Runde, komm. So wie so, als wärst du so ein CD-Player. So, das hab ich gesehen. So Play, yeah? So Play und Pause. So. Okay. Ich sag dir schon mal so, Speed ist abgeredet bei 145. Ja? So, okay. Aber jetzt mal ernsthaft, ich fühl das Ding komplett. So. Chuchu! Achtung, Busfahrer kommt. Jetzt mal ohne Scheiß, das Ding ist doch übertrieben geil, oder? Ich finde hier den, ich finde so diesen... Dieses Blickfeld, diesen oder? Das ist so... Ja, weil überall Fenster sind. Das ist schon cool gemacht so. Steht ja auch ein bisschen. Jetzt mal ernst? Ja, schon, gell? Sehe ich mich. Ich komme jetzt zum Bus. Also, wenn ihr auch einkaufen wollt, dann nickt bitte einmal. Okay. Okay, habt ihr gesehen, Leute? Wir wollen beide einkaufen. Also, der kickt mich komplett. Von allen Autos, die ich bisher gefahren bin, finde ich den besten. Der hat so einen Charme irgendwie, ne? So was Altes und dann ist er trotzdem irgendwie neu. So, das finde ich richtig geil. Lies mal ein paar Fakten vor. Was haben wir denn hier Leistung? Der Testwagenpreis liegt bei 76.000 Euro und der Grundpreis ist bei 64.000 Euro. Okay. Und dann haben wir 204 PS. Mhm. Ein Elektromotor, der hinten sitzt. Ist nur einer? Und, ja. Und von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden. Die Spitze ist 145 km/h. Boah, ist das krass! Ja, also. Okay. Das hat mich jetzt nicht so gegeben. Aber das ist okay. Ja. Ich hätte Bock, mit dem jetzt die ganze Zeit weiterzufahren. So ein Roadtrip. Du kannst ja nach Hause fahren, aber nach Kempten heute Abend. Eben. Also 145 Spitze wird auch nicht geblitzt. Ich leg mich hinten rein und schlafe. Ohne Scheiß, lass uns zum Reisen machen, dass ich immer pennen kann, einfach. So, Expressive, was passiert bei Expressive? Das klingt wie so, Junge, was? Was geht hier ab, Alter?
Was geht hier ab? Du fragst jetzt den Daniel, ob du fährst. Der ist so ein schlechter Beifahrer, aber das wäre so lustig. Oh, ich bin nervös, wenn er neben mir sitzt. Das ist so, als ob ich nochmal in der Fahrschule fahren würde. Ja, aber du musst so oder so mit ihm fahren. Okay, let's go. Hallo Daniel, du darfst auf dem Beifahrersitz. Wirklich? Ja. Soll ich nicht erstmal die eine Hast du das ausgeheckt hier? Nein. Ich habe ein bisschen gekämpft, aber... Okay, let's go. Achso, ja. Warte mal, sie wollte noch sagen, wer besser ist, Nico Rosberg oder ich? Also, ich bin jetzt ungelogen, ich fand es bei dir irgendwie sicherer, habe ich mich schon sicherer gefühlt. Zu Recht? Ja. Er hat es damals auf die Reifen geschoben, weiß man nicht. Ja. Sie wollte immer ein Rätsel sein. Nee, sie hat schon Ahnung von dem, was sie spricht. Yeah. Ja. Knackigen Sound hier, der Kollege, ne? Ja, voll. Voll geil. Was für ein Auto sitzt man denn überhaupt da? In einem BMW X-Drive. Das heißt, wenn man heiratet. Eine nasse Strecke. Und eine nasse Strecke. Das heißt, wir können gar nicht so geil driften, wie ich das hier wollte. Aber dafür liegt das Ding natürlich viel, viel besser. Aber wobei, jetzt habe ich den Sport gestellt, ist er direkt viel, viel hecklastiger. DSC off. Das funktioniert.
ein kleiner Umpendler. Ja. Aber dadurch, dass es halt nicht voll Heckantrieb ist, ist es ein bisschen schwieriger mit dem jetzt hier zu driften. Ich glaube, du kannst bei dem das nicht komplett auf Heck stellen, zumindest auf die Tension nicht. Schnell drehen. Hat niemand gesehen. Ja, der erste war gut. Ja, der erste war richtig gut. Aber sobald man dann umschlagen muss, dann, ja. Das ist das Schwierige daran. Ja, und es ist halt kein reiner Heckantrieb. Das macht es irgendwie ein bisschen komplizierter. Naja, so. So, oh, schon mal. Verbrauchsoptimierte Abstimmung für effizientes Fahren. Ja, da ist Ruhe im Karton. Enttäuschung. Da, aber da fehlt mir jetzt auch was. Ja. Sport schon, da ist hier alles so ein bisschen. Ne? Hier. Oh ja, das sieht auch anders aus. Ne? Hier, das, jetzt siehst du halt wirklich Power in Prozent, kmh. Theoretisch hier mal eine Launch Control machen. So. Machen wir jetzt mal hier, warte. Ich kann nicht mehr. Achtung! Busfahrer, kommt hier, geh mal auf Seite! Aber ich sag ganz ehrlich, das Ding. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das Ding wiegt 2,6 Tonnen. Brettert hier schon ums Eck rum, kann man nicht zeigen. Der Sound, Alter, übel geil, das ist mein Liebling. So, sitzen wir wieder in einem Aston. In einem Aston Martin. Langer Tag geht jetzt zu Ende. Wir haben 21 Autos aus komplett unterschiedlichen Kategorien getestet. Wirklich die komplette Bandbreite. Natürlich absolute Arschlöcher. Sag mal, geht's noch? Guten Tag. Ja, wollte gerade hier das Outro machen. Ei, Mensch. Ja, tschüss. Mal das Outro, ja? Sag mal, das Daumen nach oben und kommentieren und folgt mir, wenn ihr mich cool findet. Folgt auf keinen Fall irgendjemand von denen. Nee, ich meinte dich. So sagst du das, oder? Ja. Ciao. Also ja, ich wollte noch was seriös sagen. Es waren echt tolle Autos dabei und mein Favorite war der VW ID-Bus. So, tschüss.